Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal sind wir in die Schwarzbergminen vorgedrungen. Danach habe ich noch etwas gemacht, was ich nicht hätte tun sollen. Ich habe nicht abgespeichert. Bin noch zu diesem einen Monster vorgegangen, das hier steht. Hier liegt dieser Rock Sprite. Und bin sofort gestorben. Das war sehr lustig. Deswegen habe ich das die halbe Stunde, die wir vorhin gespielt haben, gleich nachgespielt. Bin etwas schneller durchgelaufen, ohne dass ich viel geredet habe. Das werde ich vielleicht bei den Kämpfen jetzt sowieso machen. Interessant. Ihr hört im Hintergrund ein Gewitter. Und zwar ein ziemlich festes. Bist du wahnsinnig. Aber das soll uns nicht abhalten davon, diesen Rock Sprite zu besiegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, also wir werden noch andere von diesen Viechern treffen. Das Problem ist, immer wenn wir die angreifen, zerstören sie unsere Waffen damit. Das ist sehr ärgerlich. Ich glaube, ich werde das da weggeben. Ich habe das dann noch, also nachdem ich hier wieder war, habe ich dann abgespeichert. Dann habe ich es noch einmal versucht und habe einen Trick angewandt, nämlich ich habe Dynamit auf das Ding geworfen. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das funktionieren wird. Also, damals hat es funktioniert, aber ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Ich habe nur ein Dynamit und wer weiß, wozu ich das sonst noch brauche. Aber andererseits, wenn ich es habe, habe ich es. Das machen wir jetzt glatt. Ich frage mich gerade, ob ich das jetzt wirklich... Ja, ich habe es geworfen. Oh, er ist tot, aber dadurch kriegt man keine XPs. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also man kann das Problem lösen, aber keine XPs dafür kriegen. Das ist natürlich dumm. Naja, kann man nichts machen. Armer Rock Sprite. Aber das war echt arg. Der hat zweimal zugehört. Und ich war tot. Das war echt nicht lustig. Wow, was ist das für eine Monsterratte? Jetzt holen wir mal das da auf uns. Und dann hauen wir mal fest zu. Im schlimmsten Fall können wir immer noch auf so, there is nothing to loot. Wahnsinn, aber dafür gibt es hier eine Chest. Na super. Oh, noch mehr Nitroglycerin. Nämlich Gold und eine Geode. Und ein Decent Gold Ring. Wir haben einen Decent Gold Ring. Noch einen Decent Gold Ring. Noch einen und noch einen. Ah, okay. So sind die Decent und nicht einfach nur. Ja. Fernkampfwaffen wären da vielleicht gar nicht mal so schlecht gegen diese Steinviecher. Macht zwar wenig Schaden, so eine Fernkampfwaffe. Boah, da ist wieder so ein Viech, ein Ohrgolem. Das ist das erste, was wir da besiegt haben. Also ist das, was wir schon gesehen haben. Schwer zu sagen. Das erste, was wir schon besiegt haben, sowas. Besiegen wir mal die Kleinen da. Geld. Kein Geld. Schade. Auch kein Geld. Ah. Arme Schlucker, diese kleinen Kobolde, Gnome oder was auch immer das sein soll.
Aber du hast Gold. Ah, den sehen wir nicht wegen dem Virgil. Na gut, holen wir mal die Kiste. Vielleicht finden wir ja noch Diamanten. Oh, Diamanten ist gut. Ein Fancy Ring. Thermometer und Salpeter. Lassen wir mal weg. Wobei, wer weiß. Vielleicht könnte man sich mit dem Salpeter und mit dem Nitroglycerin Diamant machen. Oh, ein Rubin. Hey, das ist cool. Hören wir zuerst den Kuga an. Interessant, aus dem Kampfmodus komme ich nur, wenn ich in dem Ding bin. Okay. Hey, renn rüber und greif ihn an. So, ich mache mal mehr Schaden selber als... So, ich glaube, da habe ich alles rausgeräumt, oder? Jop. Schauen wir weiter. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gehen wir mal zurück und machen wir mal das da. Ich glaube nämlich, das ist ein Dead End mit diesem Golem, aber wir werden vorher abspeichern, weil wir sind ja nicht doof. Naja, oh ja, doof sind wir schon, aber wir lernen aus unseren Fehlern, sagen wir es mal so. Viel hat er noch nicht abgekriegt. So, dann machen wir das weg und machen wir mal als erstes eine. Steht der nicht daneben? Ja, ist eh klar. Was ist das? Das ist eine Rock Red. Na, schau da was an. Geht so. Sie jetzt in den Flammen. Puh, bist du irre? Hast du sie nicht mehr alle? Kannst du bitte aufhören, mich derart? Wow. Also das Ding ist echt heftig. Okay, das war's. Dann machen wir... Oh, danke. Das habe ich gebraucht. Load Game. Gut, wir haben da einen sehr schlechten Start gehabt. Der steht da irgendwie blöd. Schauen wir mal, dass wir die Ratte da auf uns aufmerksam machen. Machen wir mal die Ratte fertig. Das heißt noch so einer. Irre. Ah, was tust du da? Dummes Ding. So, das weg. Wir brauchen mehr Intelligenz, mehr irgendwas, mehr alles eigentlich. Weapon damaged.
Was? Er hat den Gar schon umgebracht? Ach Gott. Load Game. Gibt's das? Ist ja unfassbar. Super. Hörst du auf? So, schauen wir mal. Müssten eigentlich genau. Perhaps a retreat would be a viable option at this juncture. Ja, schau. Ich hab sowas. Ich hab noch einen Zauberspruch. I believe I am mortally wounded. Perhaps a retreat would be a viable option at this juncture. Uff, machen wir noch ein zweites. Weapon damaged, sehr gut. Diesmal hat er nicht getroffen. Finde ich gut. Ihn heilen wir nicht. Oh, wir haben einen Critical Hit gemacht und Gar ist gestorben. Ach Gott. Und noch einmal zurück. Load Game, weil wir können nicht zurück zum Leben erwecken. Das ist ein bisschen ärgerlich in dem Spiel. Also es geht, glaube ich, schon dann irgendwann einmal. Es gibt einen Zauberspruch, der das kann. Aber dass er auch mitkriegt, Mist. Ratte. Ist ein bisschen doof. Na gut, mal daher. Wenn wir sie sehen, eine Wall of Fire, das müsste nämlich dann beide hineinlegen. So, dann schauen wir mal. Gar, mein Lieber, wir versuchen dich am Leben zu halten. Retreat would be a viable option at this juncture. So, machen wir ein zweites Mal das. Sir, I believe I am mortally wounded. Perhaps retreat would be a viable option at this juncture. Könnten wir bitte den armen Gar am Leben lassen? Und schon wieder ist er gestorben. Das gibt's ja wohl nicht. Wieso kann der das nicht einfach überleben? Ärgerlich. Grrrrsen. So, ich möchte mal diese Ratte da erledigen. Und dann werden wir was anderes ausprobieren ab dem nächsten Mal. Und zwar werden wir versuchen, ihn da rauszulocken. Er soll mich angreifen. Das heißt, ich werde vorgehen. Oh, ich habe meine Waffe verloren. Das habe ich gut gemacht.
Nehmen Sie doch bitte in die Hand die Waffe. Wenn er mich nämlich angreift, dann können die anderen in der Zwischenzeit auf ihn schlagen. Danach rückwärts können wir sowieso laufen. So, wir gehen einmal weg da. Und zwar so lange, bis der Virgil sich von seinem... Kommt's, kommt's. Oh. Ach Mist. Was ist mal greift er den Virgil an, das macht es nicht wirklich besser. Virgil. Und du kriegst sowas. Entangle, das wär's. Hm. Was ich da habe für dich. Gewonnen. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Wir haben keine Rüstungssachen mehr. Wir werden abspeichern. Uff. Blöder Golem. Ja wohl nicht. So, da ist noch ein Golem und eine Kiste. Ich hoffe, diese Kiste ist es wert, diesen zweiten Golem dann auch noch zu bekämpfen. Das war's. Mehr gibt's da nicht. Da gibt's nur diese Kiste, den Lava Rock und den Golem. Aber er sollte yes, zum... Ach, gut. Ich will nicht mit dem reden. Ich will das Ding dann nehmen. Und wir sollten... warten, bis wir halbwegs drauf sind wieder. Wow, meine Waffe ist ziemlich hinüber. Aber ich glaube, wir haben genau sowas haben wir auch gefunden. Das kann mich auch heilen. Das ist gut. Das ist ein quasi ein ich würde ganz gern warten, aber das kann ich nicht. So eine halbe Stunde oder so. Weil mit dem Virgil in seinem jetzigen Zustand kann er nicht rübergehen. Vielleicht schauen wir mal in die andere Richtung kurz. Erholen uns dort ein wenig. Von dem anstrengenden Dingen. Und dann gehen wir zurück und holen uns diesen Golem. Vielleicht finden wir ja auch in der Zwischenzeit irgendwas Interessantes. Eine Fernkampfwaffe, die irgendjemand von uns verwenden kann, zum Beispiel. Das habe ich offensichtlich schon angeschaut. Ah ja, stimmt, natürlich muss ich wohl angeschaut haben, wenn ich bis daher gekommen bin. Wow. Warum alles nicht? Noch ein Decent Gold Ring.
Rough Cut Ruby und Rough Cut Sapphire. Naja, immerhin. Es bringt ganz schön viel Geld. Diese Dinger. Was habe ich da jetzt gemacht? Ach, ich bin so ein Idiot. Ich habe eine Feuerwand auf mich gezaubert. Ich Teppich. Virgil kann sich nur noch langsam bewegen, weil er so wenig Energie hat. So, dann durchsuchen wir wieder mal alles. Vielleicht sollten wir tatsächlich mit einem Bogen kämpfen. Kann irgendjemand von den zwei mit einem Bogen kämpfen, frage ich mich gerade. Naja. Wie viele Pfeile haben wir denn jetzt? 20. Schauen wir mal das Character Sheet an. Keine Bogenfähigkeit. Keine Bogenfähigkeit, das haben wir gut gemacht, na gut. Das heißt, den Bogen und die Pfeile brauchen wir echt nicht. So, gehen wir noch ein Stück weiter, bevor wir wieder zurückgehen und uns dem Golem nähern. Huch, Ratti, Schatzi. Was macht die da, diese Granitrate? Ah. So, so gehen die Kämpfe um einiges schneller. Und noch eine Kiste. Vielleicht kriegen wir ja da irgendwas zum Aufspringen. Eine Metallkiste und Spool of Heavy Wire. Tja, nicht unbedingt das, was ich gesucht hätte. Die Kleinen sind... Ah! Rückzug! Oh, willkommen in der Welt des Todes. Gott, da ist ja noch so ein Viech, eine Geode und eine Chest. Ach Gott, so viele von diesen Dingern. Wie sollen wir Seething Maas, Level 20, wie sollen wir denn die besiegen? Das Spiel ist gemein zu mir. Vielleicht sollte ich erst wieder zurückkommen, wenn ich so stark bin. Aber andererseits, das Ding sollte mich so stark machen, dass ich das dann... Ach Gott. Na gut, an dieser Stelle. Wir müssen neu laden. Mhm. Haben wir gut gemacht. Jetzt sind wir wieder da. Gut, ich glaube... Bevor wir jetzt anfangen, da viel herumzutun, bevor wir da anfangen zu versuchen, diesen Dings da hinten umzubringen. Er kann raus, ja. Schade aber. Auch.
einfach wieder anfangen, den da umzubringen. Beziehungsweise uns umzubringen. Mache ich für heute, glaube ich, wieder Schluss. Wir sind öfters gestorben als im gesamten Spiel davor heute. Auf jeden Fall können wir so nicht reingehen. Ich mache deswegen Schluss, weil ich werde jetzt noch warten, bis ich voll bin und dann speichere ich ab.